Hallo und herzlich willkommen zurück bei XCOM Enemy Within. Also gut. Ah, okay, diesmal werden wir es schaffen. Wir schaffen es, die zu killen. Okay, die machen es mir gerade ein bisschen leicht. Volle Deckung. Moment, fucking. Oh, das geht? Ha! Den habe ich ganz sicher erwischt. Begebe mich zum Ziel. Okay, ich wollte es einfach nur ausprobieren, aber schön, dass es geht. Ist es tot? Bestätigter Abschuss. Ho. Okay, es scheint zu klappen. Ho. Schon dabei. Okay, und mit ihr werde ich so weit wie möglich gehen, denn da Kanone. Denn da haben wir ein Muton, das Muton oder Mythen oder wie die den Scheiß aussprechen. Und der hat eine so genannte Rüstung. Ja. Mhm. Da. Gut, als erstes mal hierhin. Rücke zur Zielposition vor. Na los, verschwinden Sie von hier. Gut, Sandschuss. Ich glaube, ihr geben wir auch Feuerschutz. Sie will ich gerne hier behalten. Mir entgeht nichts. Als Heilerin sozusagen. Bin gleich da. Okay, gut. Und sie... Da. Hätte die. Hab sie! Sie sind in Sicherheit! Diese Bastarde. Aber gut. Im Moment läuft es noch gut. Hier könnten wir hin, aber dann wird dieser getriggert und den will ich noch nicht triggern. Lauf dahin. Bin dabei. Ziehe los. Mhm. Hier. Diese Mutons scheinen beweglicher als die bisherigen. Anscheinend setzen die Aliens sie aber noch immer an der Frontlinie ein. 70%, 70%, 20. Mhm. Schwert hier. Kein Schwert, kein Ziel verfügbar. Okay. Geht in Ordnung. Gut, und von hier aus. Okay, dann schießen wir auf den da. Hm.
schade daneben, aber. Muss besser zielen. Ah, verdammt. Okay, bin unterwegs. Gut, dann machen wir Präzisionsschuss. Panzerung getroffen. Aha. Verdammt. Wir verlieren unzählige Zivilisten, Commander. Wir müssen die Menschen hier rausbringen. Ja, sind gerade dabei. Ist aber nicht so leicht, wie es vielleicht aussieht. Halleluja. Mehr hast du nicht drauf? Der Medikit wird gleich kommen. Zuerst einmal jagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja. Oh. Der hat's überlebt, aber nicht mehr lange. Wen haben wir noch in der Nähe? Schwerthieb. Machen wir es so. Perfekt. Das wird das jetzt wissen mit dem Schwert. Sich auch nicht mehr? Ist super. Befehl bestätigt. Ja, und jetzt werden wir auf ihn schießen. Ich will die Munition nicht verschwenden. Verdammt. Also ich will den Scharfschützen nicht verschwenden für so einen kleinen Mutant. Es muss sein. Wie viele waren das jetzt? Suchen wir das hier? Okay. Rücke aus! Der Widerstand konnte im Laufe der Jahre einige dieser mobilen Kommunikationsstörer auftreiben. Sie wurden provisorisch repariert und sind seitdem unschätzbar wertvoll für die Aktion des Widerstands. Sie sind in Sicherheit! Und jetzt los! Ja, sehr schön und... Oh, Gott sei Dank. Denn da drüben haben wir noch getriggert. Das ist gut. Doch, genau jetzt. Der Hunter. Ja, ja. Gut, geh mal darüber.
Ja. Okay, das ist. Objekt gesichert. 100%, kriegt Chance 10. Was ist das? Blitzschnelle Hand. Ah. Feuert die Pistole auf ein Ziel. Dieser Angriff kostet keine Aktion. Nee. Präzisionsgewehr. So. Keine Zeit zu. Ich habe ihn erwischt, oder? Habe Blickkontakt zu einer Advent-Stellung. Ja. Okay. Sie kann heilen. Heilung. Moment, sind wir am Geaschten. Gremlin, medizinische Protokolle. Wir könnten nochmal heilen, aber... Ja, warum nicht? Hilf ihnen! Rücke aus! Okay. Dann machen wir Feuerschutz. Mir entgeht nichts. Perfekt. Muss mich zusammenreißen. Okay. Ich brauche einen Sanitäter. Oh fuck. Damn you. Mir wird das hier zu heiß. Gut. Okay, was haben wir? Geladen. Na los, zeigt euch. Mhm. Ja. Sektoriden würde das. Ja, genau. Perfekt. Den habe ich ganz sicher erwischt. Dann stirbt der andere auch. Also gut, Feuerschutz. Bin dabei. Schon unterwegs. Gut, ah, sehr gut. Feind eliminiert. Munition alle. Gut, und sie... Bestätigt. Sie muss überleben. Oh. Okay. Hm.
Jetzt sind wir dran. Oder? Oder? Ja, wir sind dran, wir sind dran. Dann mache ich das einfach. Na. Verdammt. Daneben, ja klar. Überprüfe Visier. Okay, Feuer frei. Munition ist gleich alle. Okay, Einheit ist desorientiert. Nein. Perfekt. Erledigt. Ganz sicher erledigt. Ich bin bereit. Bedrohung ausgeschaltet. Menes 1-5, Status bestätigt. Wir orten keine weiteren Kontakte mehr. Das Einsatzgebiet ist gesichert. Menes 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Halleluja. Geschafft. Geschafft. Fuck yeah. Puh. Neuer Rekord. Ja, ihr könnt euch freuen. Ihr wart super. Der Viking Rekuts immer König. Die wird befördert. So viel ist schon mal klar. Gott sei Dank, verdammt, das war eine schwere Geburt. Zwar alle fast am Boden, aber das Granatenabfeuer. Okay, es ist einer von denen. Gut. Weiter. Aktiv. Wunderschön. Fortschrittlicher Schaft. Feldschüsse fügen dem Ziel immer noch 2 Schaden zu. Oh. Das muss... Ich weiß, wer das kriegen soll. Newton-Autopsie. Die primären Schocktruppen der Aliens sind sogar noch gefährlicher als bei der Invasion. Wir hoffen, ihre plasmabasierten Sprengsätze nachbauen zu können. Hallo, Commander. Okay. Der Widerstand in New Mexico ist Ihnen für Ihre erfolgreichen Abwehr der Alien-Vergeltungsschlag dankbar. Dank des fortwährenden Schutzes durch XCOM kann der Widerstand weiter wachsen. Also gut, was haben wir hier? Energiespulen wird abgeschirmt. Ja, das ist gut. Also was haben wir hier? Zu wenig Energie und zu wenig Informationen. Okay. Aus Sicherheitsgründen wird jetzt gespeichert, verdammt. Gut. Die neue Uniform ist nicht übel, aber manchmal fehlt mir der verdammte Pullover schon. Okay, Vorratslieferung, Energiespule, Auffrischung, okay. Gut, wo waren wir? Commander, nach unserem jüngsten Erfolg haben uns Mitglieder des Widerstands in New Mexico Berichte über Aktivitäten geliefert, die wir untersuchen sollten. Okay, wo sind wir? Vorräte, Schwarzmarkt. Avenger berechnet neuen Kurs.
Strategische Ressource gefunden. Okay, Informationen. Okay, dann gehen wir. Ja, ja, sobald der Kontakt zum Widerstand in Westamerika hergestellt wurde, wird er regelmäßig Vorräte für XCOM sammeln. Außerdem kann Kontakt zu allen Regionen. Ja, ja. Commander, wir schöpfen unsere Kommunikationskapazitäten voll aus und können keine neuen Kontakte mehr herstellen, ehe wir unsere Systeme nicht verbessern. Ja, also von da aus können wir dann nach darüber. Versuche, lokalen, regionalen Kontakt aufzubauen. Diese Ergebnisse könnten sich als kritisch für unsere Bemühungen erweisen, Commander. Sehr gut. Genau auf das habe ich gehofft. Magnetkanonen zur Fertigung verfügbar, Gaussgewehr zur Fertigung verfügbar, neue Forschungs-Elerium. Mhm. Die Magnetwaffentechnologie ist für langsame, feuernde, zielgenaue Waffen wie Präzisionsgewehren von besonderem Nutzen. Das Gauss-Gewehr ermöglicht es, Scharfschützen mehr Schaden aus höherer Entfernung zu verursachen. Und die Magnetwaffentechnologie wird uns die Entwicklung einer Schnellfeuerversion der Kanone ermöglichen. Unsere Grenadiere werden weitaus wirkungsvoller feuern können. Widerstandsfunk, Lyrium, Psionik, machen wir den Funk. Ich sehe eine Reihe wichtiger Anwendungsmöglichkeiten für diese Technologie. Ja. Ich lasse Ihnen einen Bericht zukommen, wenn die Forschung abgeschlossen ist. Neue Befehle, Commander? Ja. Predator-Rüstung. Verdammt. Ich habe bemerkt, wie Tigen in einem der Gänge mit sich selbst gesprochen hat. Auch wenn Bradford ihm traut, lasse ich ihn nicht aus den Augen. Das ist gut, das ist schön. Plus minus. Okay, hier liegen die Verwundeten. Nicht gerade wenige. Vigilio Confido Commander, die Einwohner von Westamerika sind bereit, XCOM zu helfen, wo immer wir können. Neue regionale Kontakte gefunden. Die Arktis, ja, ja, ja. Gut, und jetzt gehe ich hier zu den Ressourcen. Avenger berechnet neuen Kurs. Wir brauchen leider den Zaster. Eine Nachricht für Sie, Commander. Ich stelle Sie in Ihr Quartier durch. Gut, danke. Sie haben im letzten Monat deutliche Fortschritte gegen die Aliens erzielt, Commander. Ich hoffe, dass Ihre fortdauernden Bemühungen weiterhin erfolgreich sind. Ja, das hoffe ich auch. Aha, okay, was haben wir hier? Ein T-Kontrollpunkt auf dem Land. Offenbar, okay, Vorratslieferung, ja. Die Aliens treiben die Bauvorhaben voran und reduzieren die Zeit bis zur Fertigung ihrer Alien-Einrichtung um 2 Wochen. Verdammt. Infos. Ein UFO jagt die Avenger, verdammt. Untersuchen. Wir haben das Gebiet noch nicht vollständig gescannt. Wirklich abbrechen? Vorratslieferung ist da drüben. Ich habe eine Reihe interessanter Entdeckungen gemacht, Commander. Ja, ja, schöne Funkrelais verfügbar. Erforschen wir das? Wir werden sofort mit den Arbeiten beginnen, Commander. Sie hören von mir, wenn der Bericht verfügbar ist. Ah, ups. Verfügbar ist, ja.
Commander, aufgrund der gemeinsam mit Shen erzielten Forschungsergebnisse glaube ich, dass wir die Kosten für das Kontaktieren zusätzlicher Regionen durch die Errichtung von Funkrelais-Türmen innerhalb unseres Netzwerks senken können. Je weiter eine Region von einem Relais entfernt ist, desto mehr Informationen wird uns der Kontakt kosten. Ich schlage vor, Relais entlang der äußeren Grenzen unseres Netzwerks zu errichten. Der Widerstand wird die Errichtung der Relais zu schätzen wissen und uns entsprechend belohnen. Ja. Widerstand, Ressourcen, gut. Noch ein Tag und... Strategische Ressource gefunden. Okay, gut. Commander, eine Vorratslieferung, das muss noch immer eingesammelt werden. Ja. Avenger berechnet neuen Kurs. Gut. Okay, beim Hauptquartier können wir... Wir werden es gleich sehen. Nordamerika. Quid pro quo. Was bedeutet das? Quid pro quo. Gegenstände auf dem Schwarzmarkt kosten 33 weniger Informationen. Stelle den Kontakt her und installiere Funkrelais auf diesen Kontinent, um diesen Bonus zu erhalten. Oh. Okay. Was passiert? Commander, die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Ja, sind dabei. Und was ist das? Ja. Zuerst einmal. Ich hoffe, Sie finden die Ergebnisse genauso faszinierend wie ich, Commander. Okay. 71 Informationen. Gut, weiter. Was haben wir dann? Mutant. Central Officer Bradford persönlich bestätigte Aussagen, dass die massive Fronteinheit, die wir als Muton kennen, einst sogar noch größer war als das Exemplar, das heute vor mir liegt. Die Kreatur ist ungewöhnlich warm für eine Leiche und ich muss zugeben, dass mich dies ziemlich beunruhigt. Dieses Rumgespritze. Gut, Technikabteil. Edwind machte ständig Fortschritte darin, die verbliebene Zivilbevölkerung zu überzeugen, in ihre Städte umzusiedeln. Die Propagandakampagne wies stets auf die Vorteile der Umsiedlung hin und führte zu einem konstanten Strom neuer Konvertierter. Obwohl die meisten Neuankömmlinge im Vorfeld nichts von Chip-Bedingungen wissen, wie Edwind es vorzieht, lehnen nur wenige den Chip ab, wenn sie erst einmal in den Kliniken sind. Commander? Okay, gut. Gegenstände herstellen. Wir haben ein bisschen Kohle. Deshalb will ich zuerst mal die Rüstung bauen. Die treffend benannte Predator-Rüstung soll die Lebensdauer unserer Soldaten im Einsatz erhöhen. Mhm. Und jetzt zu den Waffen. Gaussgewehr oder... So, wir müssen abbrechen. Commander, die Aliens sind ihren Zielen erheblich näher gekommen. Auf der ganzen Welt tauchen neue Advent-Einrichtungen auf. Okay, Einrichtungen einsehen. Oh. Einsatz gesperrt. Ja, aber... Wir haben an dieser Position alle Ressourcen eingesammelt. Der Widerstand sollte uns in ein paar Wochen weitere Vorräte liefern können. Commander, im Widerstandshauptquartier stehen neue Wissenschaftler, Ingenieure und Veteranen zur Rekrutierung bereit. Der Preis ist zu viel. Kontaktherrscher, verdammt. Mal überlegen. Avenger berechnet neuen Kurs. Wir müssen schnell auf dem Schwarzmarkt ein paar Sachen verkaufen. Der Markt ist offen.
Also gut, Vorräte. Das können wir uns leisten. Und Scharfschütze. Was ist das? Fortschrittlicher Stecher. Okay. Der Scharfschütze wäre super, aber noch nicht von Belang. Gut, schnell zurück. Mhm. Ja, da. Waffenkammer. Rekrutieren. Wollen wir ein paar Leute retten? Forschung. Okay. Technikabteil. Geben Sie den Befehl und wir fangen an, Commander. Gegenstände herstellen. Ah, Alien-Legierung fehlt uns noch. Verdammt. Das habe ich nicht gedacht. Sind wir noch beim Schwarzmarkt? Der Markt ist offen. Alien-Legierung. Okay, mein Freund. Wir haben es gleich geschafft. Für den nächsten Einsatz sind wir gewappnet. Commander? Mhm. Die Waffenkammer, Ehrenwand, Rekrutieren, Guerillaschule, stimmt. Benötigte. Können in der Guerillaschule eine besondere Ausbildung durchlaufen, um Private innerhalb einer spezifischen Klasse zu werden. Was brauchen wir? Naja, nehmen wir Scharfschützen. Neues Kampftraining, was haben wir? Vorräte, Vorräte. Okay, erworben, das sind Vergeltung. Die zwei sollten wir können. Pfande lassen bei jedem Beuteabwurf einen zusätzlichen Gegenstand fallen. Ja, das wäre toll. Hm. Gut, aber ich würde sagen, das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.